Servus Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Und diesmal gibt es wieder einen neuen Tag. Und zwar habe ich den Tag schon bei mehreren Booktubern gesehen. Zuletzt beim Bücherwächter. Ich verlinke euch seinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Und es handelt sich dabei um den Schnitzeljagd-Tag. Der Tag beinhaltet 19 Kriterien für Bücher, die man in seinem Bücherregal finden muss. Ich habe alle Bücher schon hier bereitgelegt und dann fangen wir einfach an mit dem ersten Buch, mit dem ersten Kriterium. Erstens ein Autor, in dem ein Z vorkommt. Da habe ich mich für Markus Heitz Ritus entschieden. Und wie man sieht, in Heitz ist ein Z enthalten. Das Buch habe ich schon mal vorgestellt in einem Neuzugänge-Video, deswegen sage ich das jetzt nicht. Dann zweitens ein Klassiker. Ich habe zwei Klassiker in meinem Bücherregal und ich habe mich für Das Parfüm von Patrick Süskind entschieden. Da ist der erste Klassiker war, den ich hatte. Vor Das Schweigende Lämmer. Brauche ich auch nicht zu sagen. Habe ich mir ersteigert auf eBay. Dann ein Buch mit einem Schlüssel auf dem Cover. Da musste ich leider etwas schummeln, da ich kein einziges Buch mit einem Schlüssel auf dem Cover habe. Deswegen habe ich die Frage etwas umgedichtet, nämlich ein Buch mit einer Sehenswürdigkeit. Und da habe ich mich entschieden für Ein Engländer in Paris von Stephen Clarke. Wie man sieht, ist hier der Eiffelturm abgebildet. Und ja, das Buch lese ich nicht, das verkaufe ich erst. Oder verschenke es, wenn es jemand möchte. Sage ich nichts zu. Es geht einfach um einen Engländer, der in Paris in einem neuen Job nach Frankreich, die Hauptstadt Paris. Dann viertens, etwas in deinem Bücherregal, das kein Buch ist. Da steht einiges, aber ich habe mich jetzt einfach mal für meine Sonnenbrille entschieden. Die gab es in einer Diskothek geschenkt. Und die steht jetzt als Dekoration in meinem Bücherregal. Dann fünftens, das älteste Buch im Regal. Da wusste ich nicht, ob jetzt der Zustand, also das Alter des Buches selbst gemeint ist, oder das Alter, wie lange schon im Bücherregal steht. Deswegen habe ich einfach gesagt, das längste Buch, das im Bücherregal steht. Und das ist Vicky Stiefel, der Kinderzähler. Steht seit fast 2 Jahren in dem Bücherregal und wurde noch nicht gelesen seitdem. Dann sechstens ist ein Buch mit einem Mädchen auf dem Cover. Da habe ich mich für The Forest, 2000 Augen von Carrie Ryan entschieden, weil da sieht man ein Mädchen auf dem Cover. Und ja, möchte sie auch bald lesen. Dann siebtens ein Buch, in dem ein Tier vorkommt. Da wäre Thomas Tiermeier Reptilia, weil ich denke, dass es um ein Reptil geht. Deswegen Reptilia. Dann achtens, ein Buch mit einem männlichen Protagonisten. Da wäre Paul Cleave, Die Toten schweigen nicht. Der Protagonist heißt nämlich Theo Tate und ist, wie der Name schon sagt, ein männlicher Protagonist. Deswegen das Buch für den männlichen Protagonisten. Das nächste, neuntens, ein Buch mit nur Schrift auf dem Cover.
Da hätte ich auch einige hier gehabt. Aber ich habe mich mal für ein Buch entschieden, das ihr nicht kennt und das auch eigentlich nicht zu meinem Kanal gehört. Nämlich, wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Das Buch habe ich mir aufgrund meiner Ausbildung mal gekauft. Ist ein Elternbuch und berichtet von Ursula Neumann und berichtet, wie wichtig Kindern emotionale Bindung ist. Also aufgrund meiner Kinderpflegeausbildung gekauft. Weil mir der Titel auch sehr gefällt. Dann ein Buch mit Illustrationen. Das fiel mir sehr schwer, weil ich fast kein Buch mit Illustrationen habe. Nur ein neues Buch, nämlich von Michael Tobias, Bestiarium. Und, wie man sieht, bei jedem Kapitel, Kapitel 10, Kapitel 19, sind immer so Bilder dabei. Ich hoffe, das kann man als Illustrationen gelten lassen. Sonst habe ich kein Buch mit Bildern. Dann 11. ein Buch mit goldener Schrift. Da könnte ich jetzt wieder Bestiarum nehmen. Auch eine goldene Schrift. Aber ich nehme das Buch ohne Namen von Anonymous. Das Buch habe ich schon mal angefangen. Das habe ich dann abgebrochen, weil ich nicht mehr in die Geschichte kam und nicht weiterkam. Aber ich werde es auch noch lesen. Dann 12. ein Tagebuch, echt oder fiktiv. Und da muss ich wieder schummeln. Ich habe wirklich kein Tagebuch in meinem Bücherregal, deswegen habe ich mir eine Biografie gesucht. Diese wäre Lena, einfach raus im Leben. Die Biografie von Lena Meyer-Landrut. Von Michael Fuchs-Gamböck und Thorsten Schott. Werde ich auch nicht lesen, werde ich wieder weiterverkaufen und ich sage jetzt mal nichts. 13. Ein Buch eines Autors mit einem häufigen Namen. Ich wusste jetzt nicht, ob Vorname oder Nachname, aber ich habe mich jetzt für den Nachnamen entschieden. Und da habe ich Günther Müller, Fette Vögel gehen öfter fremd. Skurrile Erkenntnisse aus der Welt der Wissenschaft. Habe ich auch noch nicht gelesen, liegt auch schon lange auf dem Sub rum und will ich bald lesen. Dann 14, ein Buch mit einem Close-Up auf dem Cover, einer Nahaufnahme. Und das Buch, was ich dazu habe, ist von Lisa Gartner, Die Frucht des Bösen. Und das ist definitiv eine Nahaufnahme von einem weiblichen Gesicht. Wobei mir das Cover nicht gefällt. Ich verlinke euch einfach alle Bücher in der Beschreibung. Aber die meisten Bücher habe ich euch eh schon vorgestellt in meinem zugänglichen Video. Dann 15, ein Buch in deinem Regal, das in der früheren Zeit spielt. Und da habe ich Luca di Fulvio, der Junge, der Träume schenkte. Das spielt nämlich 1909. Und das ist für mich die frühere Zeit. Deswegen der Junge, der Träume schenkte. Dann 16, ein Hardcover ohne Schutzumschlag. Und da habe ich wirklich nur zwei habe ich. Aber ich habe mich für Das Labyrinth erwacht von Rainer Weckwert entschieden. Gibt schon eine Rezension dazu. Verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Und ich fand das Buch super. Ja. Nächstes, ein türkises Buch. Das fiel mir auch sehr schwer. Und ich hoffe, lässt das Buch gelten als türkis. Nämlich Nick Stone, der Totenmeister. Wie man sieht, hier türkis. Für mich ist das türkis. Und ja, türkis.
habe ich auch schon vorgestellt in meinem Sub-Video. Dann nächstens 18, ein Buch mit Sternen auf dem Cover. Da musste ich auch gleich schummeln, weil das Buch hat nur einen Stern auf dem Cover. Und es ist dieser Jackson, der Zorn des Skorpions, und hier ist der Stern, dem ein Teil fehlt. Aber es ist ein Stern. Ich hoffe, dass es gilt. Und das nächste, 19, kein Jugendbuch. Also kein Jugendbuch. Und da habe ich mich ganz spontan für Sebastian Fitzek entschieden, der Augensammler. Weil es definitiv kein Jugendbuch ist. Dafür ist es zu brutal. Es ist kein FSK 18, 16. Es ist etwas für Erwachsene. Obwohl ich es gelesen habe, ja. Also kein Jugendbuch auf jeden Fall. Das war der Tag und ich tagge auch noch Leute. Nämlich drei. Nämlich Easy Print, ein neuer Booktuber. How I Met My Books, die liebe Mary. Und Mr. Bookaholica 89. Und sonst kann jeder den Tag mitmachen, der Lust dazu hat. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis dann.